Und wie üblich sind wir die allerletzten. Keine Ahnung, wie wir es machen. Und es geht schon los. Okay, geradeaus. Willkommen zurück. Wir sind hier im Hafen von Barcelona und warten darauf, dass unsere Fähre ablegt. Unsere Fähre in die nächste Überwinterung. Unsere Fähre auf eine Insel, die ein spontanes Zwischenziel war und noch nicht unsere finale Überwinterungsdestination ist. Aber alles dazu in diesem Video. Wohl an die 15 Mal waren wir mittlerweile in Barcelona, aber die Perspektive vom Wasser aus ist für uns neu. Dennoch müssen wir uns bald von ihr losreißen, denn die Gourmet-Küche im Restaurant darf man wegen der späten Abfahrt nur ganz kurz genießen. So, jetzt versuchen wir ein wenig Ruhe zu finden. Es wird schwierig in diesem Ruheraum. Schreit schon ein Baby, aber da müssen wir uns durch. Die 160 Euro, die eine Kabine gekostet hätte, waren uns für die vielleicht 4,5 Stunden Netto-Schlafzeit zu teuer gewesen. Aber wie so oft bereuen wir diese Entscheidung mitten in der Nacht dann doch ein wenig. Andererseits ist es nicht weit bis zu unserem Ziel, etwa 6 Stunden ist die Fähre unterwegs und als uns die Lautsprecher durchsagen, unnötigerweise eine volle Stunde vor Ankunft vollständig aus dem Schlaf reißen, sehen wir unser Ziel auch schon am Horizont. Na, was für eine Nacht, aber wir haben es geschafft. Palma de Mallorca. Frag mich nicht, ob ich gut geschlafen bin. Okay, machen wir nicht. Ruby, wie schaut's bei dir aus? Alles entspannt. Wunderbar. Reisekatze halt. Mallorca also ist unser erstes Ziel dieser Überwinterung. Bis vor kurzem war das gar nicht geplant gewesen, denn eigentlich fahren wir ja woanders hin. Mehr dazu erzählen wir später im Video, jetzt wollen wir erstmal nur einen ruhigen Platz finden, denn wir sind hundemüde. Also zwei von uns. Ruby hat sich gut erholt und ist topfit. Da wären wir. Und während sich die Euler wieder hinlegt, sagt die Ruby, Palma de Mallorca, das wird erkundet. Eine der Fragen, die wir in diesem Video beantworten wollen, ist, wie gut eignet sich Mallorca als Wohnmobilreiseziel? Im Stadtteil Ciudad Jardín sind wir jedenfalls schon mal nicht alleine. Wie wir später herausfinden, sind wir zufällig am richtigen Ort für ein paar Stunden Schlaf gelandet. Die Neighborhood Watch funktioniert hier, auch wenn sich manche dafür mehr anstrengen müssen als andere. Ich habe mich gleich auf die Suche nach einem Bäcker gemacht, nachdem ich schon wach bin. Aber ist nicht so leicht. Man merkt schon, dass hier alles auf sehr viel mehr Besucher im Sommer eingestellt ist. Und jetzt im Winter haben die entsprechenden Angebote alle geschlossen. Pech gehabt. Da sind wir noch etwas zu früh. Jetzt doch.
Man muss nur lange genug stur suchen, und zwar am besten ohne Google Maps, denn die Google Maps Einträge, die stimmen alle nicht. Aber jetzt habe ich doch einige offene Bars gefunden. Hier drüben zum Beispiel, wo die Locals sitzen. Frühstück für 1,90. Café con Leche mit 2 Croissants. Ich kann es gar nicht glauben. 1,90. Wie geht das? Guten Morgen, die zweite. Wir haben uns noch ein paar Stunden Schlaf im Camper gegönnt. Aber jetzt ist es nicht mehr möglich, denn es ist zu heiß hier drin. Es wird eine Sauna, denn da scheint die Sonne. Heute ist Schnitttag. Morgen geht es dann weiter mit Erkundungen und ihr seid live dabei. Eigentlich wollen wir nun nur gemütlich an den nächsten Spot rollen, um dort unseren Arbeitstag einzulegen. Unvernünftigerweise machen wir aber einen kleinen Umweg und die Bodenwellen in einer Kurve werden uns zum Verhängnis. Das haben wir dann von diesem Umweg. So ein Mist, Kühlschrank ist aufgegangen und jetzt haben wir da zerbrochene Weinflaschen. Der Kühlschrank war nicht verriegelt und ist aufgegangen in einer rumpeligen Kurve und eine Weinflasche ist nach unten gedonnert. Desaster, Desaster. Einmal den Kühlschrank nicht verriegelt. Das ist schon sauber. Das war ein Lackenwein auf dem Boden. Und ich habe noch jede Menge Bodenwischen vor mir. Versüßt uns jetzt den Geruch im Camper. Aufhalten darf uns jetzt niemand. Und Euler ist jetzt bei der Putzaktion und hat mich mit der Katze losgeschickt, damit die Ruby nicht in den Scherben herumsteigt. Und die Ruby kann sich natürlich wieder nicht entscheiden, wo es hingehen soll. Wir wollten eigentlich in Richtung eines der Surfspots. Wir haben ihn auch gesehen von der Ferne, aber parken mit dem Camper ist da sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob das was wird. Heute ist laut Vorhersage der letzte Windtag für zumindest eine Woche. Ich weiß nicht, ob ich schon fit genug bin dafür, aber es wird anscheinend eh nichts draus. Das hier wäre der erste Surfspot der Insel, auch der einzige, der heute surfbar ist, laut Internetquellen. Da werden sie die Surfer leider parkplatztechnisch sehr, sehr schwierig. Sieht aber schön aus. In diese Richtung die Stadt Palma de Mallorca. Eine Putzaktion später haben wir das auch bewältigt. Eine Stunde für nix statt relaxen und Videoschneiden. Wein aufwischen. Und das ein guter steirischer Sauvignon. Und es ist so schade, wir hätten es auf der Fähre trinken sollen. Dann hätten wir besser geschlafen. Wahrscheinlich. Nach der stressigen Anfahrt steht uns erstmal der Sinn nicht nach Stadt und Rummel und so überqueren wir die Insel, um uns einen ruhigen Platz zwischen Alcudia und Poyenza zu suchen. Gespannt nehmen wir die Fahrt in Angriff und freuen uns auf die ersten Eindrücke. Denn während ihr wahrscheinlich schon 10-mal auf Mallorca wart, ist die Insel für uns tatsächlich neu. Denn uns hatte bis jetzt immer das Massentourismus-Image abgeschreckt, obwohl wir natürlich wissen, dass das nicht alles ist, was es hier zu sehen gibt. Aber aus eigener Erfahrung kennen wir noch nichts über die Insel und sind gespannt darauf, was uns erwartet. Der Ersteindruck nach Verlassen der Stadt Palma ist nicht so wesentlich anders als letztes Jahr auf den Kanaren. Doch je weiter wir nach Norden fahren, desto grüner wird die Insel, was wir so letztes Jahr natürlich nicht erlebt haben. Jaffels Stellplatzsuche auf Google Maps scheint funktioniert zu haben. Wir haben Glück mit unserem Stellplatz am Meer. Allerdings nur auf den ersten Blick, denn während sich am Wochenende viele weitere Wohnmobile zu uns gesellen, werden wir am Montag darauf eine böse Überraschung erleben. Doch erstmals genießen wir unseren tollen Platz am Strand, unseren tollen Arbeitsplatz und den netten Kontakt zu den Locals. Da
Dazu erzählen wir gleich mehr, doch jetzt haben wir Hunger und die frischen Muscheln, die wir am Weg hierher aufgelesen haben, kommen in den Topf. So ganz anders als das Bild, das Berichte über den Massentourismus auf Mallorca vermitteln, begrüßt uns die Insel an diesem Abend. Die Muscheln schmecken mit diesem Ausblick doppelt so gut und die Lichter von Porte Poyenza und Alcudia werfen die ganze Nacht ein Auge auf uns. Mallorca also, wie kommt man auf diese Idee? Einige von euch werden wahrscheinlich sagen, Mallorca schön und gut, per Flugzeug gerne, aber doch nicht per Wohnmobil. Und wir können das ein Stück weit verstehen, es ist sicher kein Standardziel für Wohnmobilreisende und es ist auch kein ganz einfaches Ziel. Es gibt nicht einen Campingplatz, nicht einen, keinen Stellplatz, gar nichts. Zwar wurde uns das so erzählt, ganz stimmt's aber nicht und deswegen wollen wir es an dieser Stelle auch gleich wieder ein wenig korrigieren. Denn es gibt sie dann doch, die offiziellen Möglichkeiten zu campen. Allerdings, und das muss man zugeben, gedacht sind sie eher für Zeltcamper. Wir finden da maximal zufällig Platz. Wenn ihr unsere Videos von vorher auf den Kanal verfolgt habt, dann kennt ihr das System schon. Und mehr dazu erzählen wir im nächsten Video, wo wir in die Berge Mallorcas fahren und diese Möglichkeit genauer unter die Lupe nehmen. Es gibt auf der ganzen Insel eine einzige Möglichkeit, Grauwasser loszuwerden, Wasser zu tanken, Toilette zu leeren und dementsprechend ist es sicher kein Relax-Ziel, wo man sich auf den Campingplatz stellt und dann alle Sorgen los ist, sondern es ist ein Reiseziel, ähnlich wie die Kanaren letztes Jahr. So, ich probiere mal die mallorquinische Dusche nach dem Workout. Ein bisschen kalt, aber es geht. Yummy! Danke fürs Kochen, Gerfried. Mhm. Schmeckt's? Mhm. Dann freue ich mich drauf. Ein vegetarischer Burgerleibchen. Schauen wir mal. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kommen wir eigentlich auf die Idee? Und das war mehr oder weniger Zufall. Vor ein paar Wochen, wie wir auf Greifenstein waren, haben Surfkollegen erwähnt, dass es auf Mallorca gute Wingfoil-Spots gibt. Dann ist der Gerfried komplett in seinem Handy versunken und 2 Stunden später war die Fähre gebucht. So ist das gelaufen. Das war also eine eher spontane Idee, denn wir sind am Weg in den Süden. Das ist noch nicht unser finales Ziel, wie schon im letzten Video erwähnt. Denn dieses Jahr geht's für uns endlich nach Marokko. So, damit hätten wir das Rätsel um unser Ziel aufgelöst. Damit ihr das aber auch mitbekommen könnt, muss jetzt erstmal ein Video fertig werden. Es ist schon ein ganz klein wenig schade, an so einem wunderschönen Ort zu sein und den ganzen Tag die Köpfe in die Laptops zu stecken. Muss aber auch sein, wenn wir das heute schaffen, dann können wir morgen und übermorgen mal uns die Insel genauer ansehen. Aber heute war ein reiner Arbeitstag mit super tollem Ausblick. Und was wir euch schon mal sagen können, ist, dass die Mallorquiner total nette Leute sind. Wir wurden schon zum Café eingeladen und haben Tipps bekommen für die Insel. Wir fühlen uns zumindest am Tag 1 auf der Insel sehr, sehr wohl.
Und da sind wir wieder. Nach einem Arbeitstag geht es heute weiter. Wir müssen noch die Geschirrberge, die sich jetzt stapeln, abarbeiten und dann können wir uns der Insel widmen. Und die nächsten paar Tage reisen wir etwas erleichtert, da wir gestern unsere Aufgaben für die Woche fertig bekommen haben. Und dadurch ist ein kleines Gewicht von Schultern gefallen. Wer will das Frauerl da nicht frühstücken lassen? Hinter uns ist ein extrem happy Hund. Der spielt im Wasser und rennt wild um die Gegend. Aber wir möchten keine Chancen nehmen. Wir können unsere Fährdaten noch ändern. Geplant sind jetzt mal 2,5 Wochen. Wir schauen einfach mal, wie uns die Insel gefallen wird. Und auf den ersten Blick gefällt sie uns wirklich sehr, sehr gut. Und es liegt ein Stück weit auch an den Leuten hier. Es hat sich wirklich ausgezahlt, so viel Aufwand ins Spanischlernen zu investieren. Denn so viel Spanisch gesprochen wie in den letzten 2 Tagen haben wir überhaupt noch nie. Man wird hier dauernd angesprochen und hat Unterhaltungen mit den Locals, aber auch mit anderen Reisenden im Camper. Die Kollegen neben uns sind Argentinier, die seit 6 Jahren hier auf Mallorca sind. Und die haben uns schon Tipps gegeben. Gestern war ein Kollege nebenan, der hat uns zum Kaffee eingeladen. Der hat uns einiges erzählt zum Wohnmobilaufkommen hier auf Mallorca. Nicht alles davon positiv. Erstens mal meint er, es ist wie so oft in touristischen Gegenden, die Hotellobby hat was gegen Wohnmobile und deswegen gibt es auch keine Campingplätze. Deswegen gibt es auch keine Infrastruktur. Das wird alles verhindert, es werden Gesetze dagegen gemacht und die Wohnmobilisten kämpfen ein wenig dagegen an. Es gibt auch viele davon, die Mallorquiner sind gerne damit unterwegs, denn unser Kollege hat uns erzählt, das ist der einzige Weg, wie sie sich die Zeit am Wasser leisten können, weil ja, das Preisniveau ist halt an die ausländischen Besucher angepasst und da können sie nicht mithalten. Ein Hotel zu nehmen ist kaum möglich für die Leute, die hier wohnen. Und deswegen haben sie viele Wohnmobile, denn damit flüchten sie dann, wenn die Touristenmassen weg sind, im Herbst, im Winter, an die Küste und können hier auch ihre eigene Insel ein wenig genießen. Im Sommer, meinte er, fühlen sie sich ein wenig fremd. Das wären jetzt mal die Erkenntnisse der ersten 2 Tage auf Mallorca. Wir haben noch nichts gesehen. Wir waren in der Hauptstadt. Wir werden auch wieder dort landen. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, Wasser zu tanken, ist dort und wir haben kaum mehr Wasser im Tank. Insofern werden wir spätestens morgen dort aufschlagen und wahrscheinlich unsere argentinischen Nachbarn wieder treffen. Die haben uns schon gesagt, wo wir uns hinstellen können in Palma und meinten, dort sind viele Camper und die achten auch aufeinander. Da wird nichts gestohlen, weil da jeder auf den anderen schaut. Also es gibt da wirklich eine Community an Wohnmobilreisenden, aber auch an Leuten, die im Wohnmobil leben. Das ist wieder die Kehrseite. In Spanien gibt es mittlerweile immer mehr Leute, die sich keine Wohnung leisten können. Wir haben das voriges Jahr auf den Kanaren gesehen. Und die dann halt gezwungenermaßen ins Wohnmobil ziehen. Und die sind dann an diesem Platz in Palma offensichtlich auch. Wir werden es uns ansehen. Ihr seid live dabei. Aber jetzt geht es erstmal los ans Packen. Geschirr waschen und dann geht's weiter. Jedenfalls war das so alles in allem ein sehr gelungener Start. Die Leute sehr offen und sehr neugierig auch, was man hier macht, wie lange man bleibt. Es gibt keine Berührungsängste und wir haben es jetzt bis jetzt nicht so wahrgenommen, dass man etwas gegen uns hätte, außer halt die Hotellobby, aber da sind die Fronten wahrscheinlich verhärtet. Da gibt es ohnehin nichts mehr zu richten. Jetzt war gerade die Guardia Civil da und hat uns weggeschickt bzw. auch viele, viele Fotos vom Camper gemacht plus vom Pass und hat uns erklärt, dass das Parken an der Küste nicht erlaubt ist. Am Sonntag anscheinend schon. Da waren ja alle Locals hier, weil da arbeitet die Guardia Civil wahrscheinlich nicht. Und ja, jetzt müssen wir weg. Pech gehabt, weiter geht's.
Wir mussten jetzt leider durch die ganze Insel düsen, denn unser Abwassertank ist bummvoll, riecht auch etwas und wir haben kaum mehr Wasser. Hier am Abfallzentrum der Stadt Palma gibt es den einzigen offiziellen Ort, um Trauwasser loszuwerden, Toilette zu entsorgen und Wasser zu tanken. Ziemlich gut, allerdings nur für einen, also wahrscheinlich kommt es auch zu Gedränge, heute glücklicherweise nicht, wir haben Zeit. Es gibt Gardena-Anschlüsse für einen eigenen Schlauch, wenn man eben hier nicht traut. Wir sind gleich soweit und dann geht's zum nächsten Übernachtungsplatz. Ruby, wo steckst du? Hallo. Wir haben den Katzenwecker in Betrieb. Ja. Was will der Ruby? Miau. Ich freue mich auf Eierspeis, aber der Ruby mag es nicht zulassen. Was willst du, Ruby? Die magische Stelle möchte sie selber aufmachen können. Und wir sind dankbar, dass du keine Daumen hast. Lass uns frühstücken, dann gehen wir spazieren. Mit Avocado. Yum. Ja, endlich ist es soweit, Ruby. Jetzt gehen wir Gassi. Guten Morgen, wir haben im Stadtteil Palmas übernachtet, der sich Ciudad Jardín nennt, also Garden City, Gartenstadt. Die Eula ist mit der Ruby unterwegs und mein Tagesordnungspunkt Nummer 1 heute ist Brot besorgen. T-Shirt-Wetter Mitte November lässt sich auch aushalten. Abends wird es etwas kühl, aber tagsüber, ihr seht, total angenehm. Soll wohl auch nicht ganz normal sein für die Jahreszeit, aber wir nehmen es. Falls sich die Ruby mal wieder mit einem Kater anlegt, wissen wir schon wohin. Nur meinen Bäcker wiederzufinden ist nicht so einfach. Ich habe gedacht, dass er hier ist, muss aber ein, zwei Straßen weiter sein. Die Suche geht weiter. Ich war hier irgendwo, aber ist wohl jetzt geschlossen. Irgendwie haben alle Bäckereien heute zu. Na dann muss es der Lidl richten. Überwiegend hat man hier in Ciudad Jardín seine Ruhe, aber nicht alle haben eine Freude mit unserer Anwesenheit. Nett, oder? Das schreit halt so richtig nach neureichem Ferienwohnungsbesitzer, der jetzt glaubt, die ganze Insel Mallorca gehört ihm. In deutscher Sprache hat sich ja null rechtliche Relevanz, aber das hat uns auch der Chisco, unsere Bekanntschaft vom ersten Tag, erzählt, dass hier viel Lobbying gegen Wohnmobile gemacht wird. Von der Hotellobby, aber offensichtlich auch von Ferienwohnungsbesitzern, Apartmentbesitzern. Es ist halt wie so oft, wir werden toleriert, aber nicht von allen. Und ein Stück weit kann man es wahrscheinlich auch verstehen. Wir haben jetzt Mitte November und hier in Ciudad Jardín sind viele Straßen praktisch von Wohnmobilen halb zugeparkt. Das geht sich jetzt um diese Jahreszeit gut aus. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand keinen Parkplatz findet, aber im Sommer sieht es sich anders aus und wenn sich da das Wohnmobilaufkommen verdoppelt, verdreifacht, was auch immer und gleichzeitig viel, viel, viel mehr Besucher hier sind, dann wird es wahrscheinlich eng. Und daher kommen dann die Konflikte. Was den Herrn Guardia Civil betrifft, was sollen wir sagen dazu? Wir haben dort niemanden gestört und alle parken dort am Sonntag und am Montag kommt da halt die belästigen, die nicht wissen, dass er am Montag auftaucht. Aber gut. Die Regeln sind die Regeln, es ist sein Job, die durchzusetzen. Einfach ist es nicht auf einer Insel, wo es keinerlei offizielles Angebot für uns gibt, aber man findet seine Plätzchen. Jetzt in der Nachsaison im Sommer möchte ich es nicht probieren.
Olli, was ist der Plan? Wir gehen in Palma de Mallorca radeln. Hier von Ciudad Jardín gibt es einen wunderschönen Radweg entlang der Küste. Ja, und wir sehen uns jetzt mal die Hauptstadt an. Hinter mir die sehr beeindruckende Kathedrale von Palma de Mallorca. Wir schauen, wie weit wir es jetzt noch ins Zentrum schaffen. Von Ciudad Jardín bis zum Innenstadt gibt es einen wunderschönen Radweg den Ufer entlang. Es ist einfach super dort zu radeln, sehr schön. Ist die Sonne hin, Olli? Weg. Da fahren wir lieber wieder ein Stück zurück. Geplante Getränk am Strand war es doch zu kalt. Das ist halt der Nachteil des Novembers. Tagsüber haben wir zwar T-Shirt-Wetter, aber abends, wenn die Sonne weggeht, wird es dann sehr schnell ungemütlich. Wird kalt? Ja, die Sonne ist runter. Das spürt man sofort. Unser kurzer Ausflug wird der Stadt Palma natürlich nicht gerecht. Was meinst du? Sollen wir die Stadt noch mal ausführlicher unter die Lupe nehmen? Hinterlass uns gerne einen Kommentar. Nach einer Woche auf Mallorca kann man durchaus sagen, dass man hier eine schöne Wohnmobilreise erleben kann. Allerdings nur dann, wenn man gerne so reist wie wir und kein Problem damit hat, ausschließlich autark zu stehen. Denn sogar auf dem offiziellen Campingplatz in die Bergen muss man autark sein. Aber dazu mehr im nächsten Video. Die Versorgungssituation ist nicht einfach und man muss halt immer auf Achse sein, quasi immer dem Wasser hinterher. Dafür ist es unkompliziert, Parkplätze zu finden. Solange man auf Campingverhalten verzichtet, scheint man niemanden zu stören. Fast niemanden, denn überall ist man nicht erwünscht und sogar mit den Tipps von Locals kann man manchmal Pech haben. Alles in allem gefällt es uns sehr gut hier. Und obwohl wir unsere Fähre umbuchen könnten, sieht es derzeit so aus, als würden wir die vollen 3 Wochen hier verbringen. Danach geht es wohl erstmal nach Andalusien, bevor wir dann unser eigentliches Ziel dieser Überwinterung, Marokko, ansteuern. Das machen wir ein wenig vom Wetter abhängig und ob es Dezember oder erst Jänner wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Das alles aber in den kommenden Videos. In der nächsten Folge sehen wir uns einige der schönsten Landschaften Mallorcas an. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Bis dann. Ciao.